Hallo, das ist wieder Deutsch in Bildern und ich hoffe, ihr habt Lust auf ein neues Video. Diesmal geht es um literarische Fachbegriffe und gleich der erste Begriff hat es in sich. Es geht nämlich um das sogenannte Metrum. Also, bitteschön, los geht's. Was ist ein Metrum? Nun, erste Antwort, es ist eine formale Besonderheit und zwar in lyrischen Texten, also in Gedichten und auch in Dramen, und zwar in Dramen, die vor 1800 geschrieben wurden. Es geht also um Literatur. Geht's noch genauer? Ja klar, ein Metrum ist das Betonungsmuster eines Verses. Moment mal, was war ein Vers? Das wisst ihr hoffentlich noch. Ein Vers ist die Zeile in einem Gedicht oder in einem älteren Drama. Soweit so gut. Das Ganze muss natürlich noch ein bisschen genauer erklärt werden. Betonungsmuster, was ist damit gemeint? Schauen wir uns zunächst das Thema Betonung an. Und hier drei Nomen. Ich hätte auch Adjektive oder Verben nehmen können. Die ersten zwei Nomen sind zwei Silber. Liebe, Kamel. Das dritte ist ein Dreisilber. Was an der ganzen Stelle interessant ist, zeige ich mal mit einer Markierung. Und zwar dieser hier. Ich habe nämlich bei allen Nomen jeweils die Silbe, also die Lauteinheit, unterstrichen, die betont wird. Im ersten Fall ist es die erste Silbe, es das heißt eben Liebe und nicht Libe. Im zweiten Fall wird die zweite Silbe betont, das heißt eben nicht Kamel, sondern Kamel. Und der Dreisilber wird auf die erste Silbe betont, das heißt Achterbahn. Diese drei Beispiele führen uns zu der grafischen Darstellung von Betonungen und das macht man so. Für jede Silbe macht man ein Kreuz oder zeichnet ein Kreuz und dann entweder setzt man so etwas wie ein Axonograph über das Kreuz, das betont wird, oder man markiert das Ganze farbig. Also farbig markiert sind unsere betonten Silben. Und jeder dieser Beispiele, es handelt sich in Wirklichkeit um Versfüße, also um die kleinsten Teile eines Verses, hat einen eigenen Namen. Haben wir einen Zweisilber, und das ist jetzt eine grundsätzliche Definition, haben wir einen Zweisilber, der auf die erste Silbe betont wird, dann nennen wir das Ganze einen Trochäus. Haben wir einen Zweisilber, der auf den zweiten Vers betont wird, sprechen wir vom sogenannten Jambus. Und haben wir einen Dreisilber, der auf die erste Silbe betont wird, dann sprechen wir von einem Daktylus. Übrigens, das Wort Daktylus ist auch ein Daktylus. Soweit, so gut. Diese Versfüße haben alle natürlich eine griechische Wurzel, sind also über 2500, 2600 Jahre alt. Und wir werden sie brauchen, um das Metrum in einem Gedicht bestimmen zu können. Übrigens nebenher, es gibt weitere Versfüße, aber die sind dann eher etwas für Germanistikstudenten und Experten. Also der Spondeus, der Amphibrachus oder der Kritikus wären solche Beispiele. Also es geht um Betonungsmuster. Apropos Muster, worum geht es da? Auch das wollen wir kurz erklären. Es geht nämlich um die Frage, ob in einem Gedicht sich ganz bestimmte Betonungen regelmäßig zeigen. Also, es geht um die Frage, ob es so etwas wie eine fest organisierte Abfolge von Hebung und Senkungen, von Betonung und Nichtbetonung gibt. Wenn es die gibt, sprechen wir von einem sogenannten alternierenden Metrum. Wenn es sie nicht gibt, naja, dann sprechen wir von einem nicht alternierenden Metrum. Vielleicht zwei Beispiele, damit ihr das schon ein bisschen hört. Ein alternierendes Metrum wäre für den Vers zu veranschlagen: Ich fliege durch das Wolkenmeer. Aber unregelmäßig wäre: Sophia produziert traurige Schminktutorials. Das ist das Thema. Jetzt kommt natürlich die erste zentrale Frage. Bitte schön, wie erkennt man ein Metrum? Und das Ganze versuchen wir über ein Beispiel zu erklären. Und zwar über den Vers: Die goldenen Sternlein prangen. Der erste Schritt, den ich immer gehe, ist ganz einfach, ich zähle die Silben und markiere das Ganze. Also, das sind insgesamt sieben Silben. Man kann das Ganze ja auch klatschen oder rhythmisch sprechen. Die goldenen Sternlein prangen. Soweit, so gut. Jetzt suche ich die betonten Silben. Und ich erinnere mich daran, vorab hatte ich ja gesagt, Verben, Nomen und Adjektive werden in der Regel auf die erste Silbe betont. In der deutschen Sprache allerdings mit einer Maßgabe, wenn sie keine Vorsilbe haben. Das ist wichtig. Also suche ich mir jetzt einfach mal ein Adjektiv raus, und zwar das Adjektiv goldenen. Es hat keine Vorsilbe und deswegen wird es auf die erste Silbe betont. Goldenen. Jetzt kommt ein wichtiger und letzter Tipp, dann kann ich das Metrum auch schnell bestimmen. Ich weiß nämlich, dass neben einer betonten Silbe in der deutschen Sprache keine weitere betonte Silbe auftreten kann. Das heißt, die vorabliegende Silbe und die nachfolgende Silbe müssen unbetont sein.
Naja, und dann kann ich das Ganze fortsetzen. Das nächste Wort, was ich rausgreife, ist natürlich Sternlein, wieder ein Nomen ohne Vorsilbe und deswegen wird es auf die erste Silbe betont. Sternlein. Lein muss wieder unbetont sein und ich kümmere mich um das Verb prangen, auch das ohne Vorsilbe, deswegen dürfte klar sein, hier wird die erste Silbe betont. Und jetzt schaut euch das Ganze mal an. Seht ihr das? Es ist ein Schema zu erkennen. Das Ganze grafisch dargestellt sieht so aus. Wir haben zunächst immer eine Senkung, eine nicht betonte Silbe. Dann haben wir eine anstrengende Hebung. Und das Ganze dreimal. Naja, und daraus ergibt sich nun, wenn wir den Versfuß noch im Kopf haben, unbetont, betont, das Ganze dreimal, daraus ergibt sich der dreihebige Jambus. Ein kleiner Hinweis zu einem prominenten Jambus folgt nun. Und zwar aus dem Film Dirty Dancing aus dem Jahre 1987. Ihr erinnert euch vielleicht, Baby Houseman trifft auf den Tanzlehrer Johnny Castle und der will ihr das Tanzen beibringen und es geht um den Rhythmus und er legt ihre rechte Hand auf sein Herz und erklärt ihr, wie der Herzschlag funktioniert. Gleich danach kommt dann das Lied Hungry Eyes. Aber wie erklärt er den Herzschlag? Naja, eben mit einem Jambus, denn er sagt, Gegong, Gegong. Nebenher und wieder zurück zur Frage, wie erkennt man ein Metrum? Ich würde noch ein zweites Beispiel zeigen. Es ist anspruchsvoller, wesentlich schwieriger und deswegen an dieser Stelle die Pausentaste. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal versuchen, ob ihr diesen Vers beikommen könnt. Also, welches Metrum versteckt sich hinter diesem Auszug aus dem Reinige Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe? Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen es. Also? Für alle, die keine Lust haben, geht es schnell weiter. Zunächst einmal müssen wir wieder die Silben bestimmen. Und dann das alte Lied. Wir kümmern uns zunächst um Nomen, Adjektive, Verben und schauen darauf, erste Silbe wird in der Regel betont, wenn sie keine Vorsilbe haben. Pfingsten dürfte dann unsere erste Betonung sein, Liebliche die zweite, dann das Nomenfest müsste das nächste sein und schließlich das O von gekommen. Das war der Schnelldurchlauf. Und jetzt die spannende Frage, um welches Metrum handelt es sich? Wir haben vier Hebungen und immer kommt erst eine Betonung und dann zwei Nichtbetonungen. Ergo, wir sprechen vom vierhebigen Daktylus. Und hier die erste Zusammenfassung. Erstens, wenn wir ein Metrum bestimmen, zählen wir also die Silben eines Verses. Zweiter Schritt, ganz wichtig, wir konzentrieren uns zunächst auf Nomen, Verben und Adjektive ohne Vorsilbe, denn sie werden zumeist in der deutschen Sprache auf die erste Silbe betont. Diese Betonung markieren wir und dann vervollständigen wir nach einem regelmäßigen Rhythmus die Lücken. Aber aufgepasst! Ganz wichtig, in der deutschen Sprache ist eines nicht möglich, zwei betonte Silben nebeneinander, das geht nicht. Wir sprechen in der griechischen Fachsprache übrigens vom sogenannten Spondeus. Damit zur zweiten, zentralen Frage dieses Videos, und zwar, was leitet man um alles in der Welt aus einem Metrum ab? Bevor ich das beantworte, muss ich etwas Grundsätzliches sagen zu literarischen Texten. Inzwischen habe ich eines verstanden, und das will ich hier zeigen. Jeder Text, jeder literarische Text hat so etwas wie eine eigene Identität, ein individuelles Profil, einen ganz persönlichen Fingerabdruck. Und deswegen ist es ganz schwierig, euch jetzt einen Tipp zu geben, denn im Grunde genommen, wenn ich euch den Tipp für einen konkreten Text gebe, heißt das nicht automatisch, dass man das Ganze übertragen kann auf den nächsten. Und deswegen umgehen auch die meisten Schul- und Lehrbücher diese Frage. Umso mehr eine Herausforderung, das Ganze zu lösen. Also, was leitet man aus einem Metrum ab? Drei Antworten biete ich an. Erste Möglichkeit. Das Metrum, häufig zumindest, unterstreicht die Erregung, die Gefühle, die Stimmung des Sprechers des Gedichtes, des sogenannten lyrischen Ichs. Ich bringe an dieser Stelle mal drei Beispiele. Zum Beispiel gibt es von Clemens Brentano der Spinnerin Nachtlied. An dieser Stelle singt ein lyrisches Ich, und zwar eine Spinnerin, und erinnert sich an die große Liebe, die diese Spinnerin erlebt hat. Und das Ganze wird in einem dreihebigen Jambus präsentiert. Und dieser Jambus, dieser Wechsel von Nichtbetonung und Betonung, trägt ganz melodisch die Trauer, die Melancholie der Spinnerin mit. Beispiel 1. Beispiel Nummer 2. Und zwar von Goethe gibt es die Hymne Prometheus. Der Titanensohn schimpft voller Zorn und Wut mit Zeus. Und er ist so aufgebracht, dass sogar das Metrum durcheinander gerät. Er beginnt mit einem Jambus, dann stolpert über ein Trocheus, hat wieder ein Jambus und ist völlig alternierend und wieder nicht alternierend. Also, die Metren wechseln an dieser Stelle und diese Wechsel zeigen, wie wütend Prometheus ist.
Ein drittes Beispiel, auch das gibt es natürlich, es gibt Texte, die unglaublich poetisch beschwingt sind. Man denke vor allen Dingen an Schlaflieder, zum Beispiel Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Der Trocheus, der sich hinter diesen Zeilen versteckt, trägt im Grunde das Schlaflied und schläfert nach und nach ein. Also die erste Möglichkeit, wenn ihr ein Metrum findet, das Metrum zeigt, welche Gefühle, welche Emotionen das lyrische Ich gerade durchlebt. Variante Nummer 2. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Metrum rhythmisch das Thema verstärkt. Auch an dieser Stelle drei, ich hoffe, einfache Beispiele. Und zwar, Nummer 1 ist Heinrich Heine, und zwar das Gedicht Meeresstille, ihre Strahlen wirft die Sonne auf das Wasser. Der Trocheus, der Vierhebige, der sich in diesem Gedicht versteckt, bewegt sich im Grunde genommen wie die Wellen des Meeres, auf denen das Schiff schaukelt. Und das Schiff ist hier auch der Schauplatz für eine dramatische Geschichte. Also Beispiel 1, das Metrum nimmt die Umwelt, die Meereswellen auf und verstärkt das Ganze. Nummer 2, Willkommen und Abschied. Na, dieses Beispiel bringt, glaube ich, jeder Lehrer einmal. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Ganz klar, hier geht es um einen vierhiebigen Jambus, der den Galopp des Pferdes, des lyrischen Ichs, wiedergibt. Oder ein drittes Beispiel, diesmal geht es um Matthias Claudius und einen Jambus, der die romantische Stimmung, das langsame Schwingen der Nacht und des Einbrechens der Nacht zeigt. Es geht um Der Mond ist aufgegangen. Naja, klar, da wird man natürlich beseelt. Also das Metrum verstärkt rhythmisch ein Thema, und zwar das Thema des jeweiligen Gedichtes. Darauf kann man achten. Und schließlich die dritte Möglichkeit, sie ist sicherlich die intellektuellste und schwerste, ich will sie trotzdem bringen. Manchmal werden mit dem Metrum auch lyrische Vorbilder zitiert. Bevor ich mein Beispiel zeige, häufig ist es so, wenn ihr einen Text habt, der sehr einfach romantisch ist und liedhaft daherkommt, dann erinnert es natürlich an die romantischen Volkslieder. Wenn ihr einen Alexandriner habt, also einen Jambus mit Zäsur, wenn ihr davon was versteht, dann ist das natürlich das Zitat barocker Sonette. Wenn ihr allen Ernstes mal solche Versmaße wie ein Hexameter seht, dann werden natürlich antike Vorbilder gebracht. Und ein sehr schönes Beispiel ist dann dieses hier. Das kommt häufiger vor. Manchmal trifft man auf einen Blankvers. Das ist ein Jambus mit 5 Hebungen und hat am Ende keinen Reim. Und sollte der aus dem Jahre 2017 kommen, lasst euch nicht beirren. Es wird eine Legende zitiert, nämlich Wilhelm Schüttelspeer, William Shakespeare. Der hat nämlich in seinen berühmten Dramen, etwa in Rom in Julia, in Hamlet und Macbeth, den Blankvers wundervoll kultiviert. Mehr hätte ich heute nicht zu sagen. Vielleicht noch ganz kurz dieses kleine Angebot. Vielleicht wollt ihr noch was lernen und üben. Deswegen stecke ich in die Infobox unten einen Link und er führt euch zu diesem Übungsblatt, bei dem prominente und weniger prominente Zeilen zu finden sind. Vielleicht wollt ihr ja mal das Metrum der einzelnen Zeilen bestimmen. Und übrigens, die zweite Seite verrät dann auch die Lösungen. Also, ihr seid nicht auf euch allein gestellt. Ich bin bei euch. Soweit, so gut. An dieser Stelle Deutschen Bildern möchte sich bedanken. Ich weiß, das macht man nicht, aber die Höflichkeit gebietet noch eines. Dieser kleine Satz hier ist ganz nebenbei ein fünfhebiger Trocheus. Bis zum nächsten Mal.